Neben mir sitzt jetzt, wie bereits angekündigt, Helga Hansen. Hallo. Hallo. Sie ist freie Wissenschaftsjournalistin und Bloggerin sowie Webredakteurin und ist Referentin heute im Workshop zum Thema Geschlechterverhältnisse im Web 2.0. Ja, das Thema des heutigen Workshops, Geschlechterverhältnisse im Web 2.0. Lassen sich denn stereotype Bilder vom Mann, der am Auto schraubt, von der Frau, die am Herd steht, lassen die sich aufs Internet übertragen oder wirkt das Web 2.0 dagegen? Was heißt, lassen sie sich übertragen? Also die werden halt übertragen, das passiert schon die ganze Zeit. Und es wird auch in dem, wie Menschen dann, oder was sie im Internet machen, wird auch schon wieder reproduziert. Also natürlich, man kann sich nicht vom realen Leben trennen, dem, was man schon vorher hatte. Es wird nicht alles anders, bloß weil man ins Internet schreibt. Mhm. Was man aber schon auch sehen kann, ist, dass es eben natürlich auch die Möglichkeit gibt, anonym aufzutreten und eben sich nicht einzuordnen, nicht einordnen zu lassen. Und das damit dann wieder aufzubrechen oder eben auch bewusst mit Identitäten zu spielen, mit so Rollenbildern wieder zu spielen. Aber es gibt natürlich schon Klischees, dass Frauen im Internet halt nur shoppen oder sowas. Wobei das auch nicht immer stimmt. Okay. Wie stehen Sie selber dazu? Shoppen Sie im Internet? Also das ist auch sowas, das wird dann immer weiter runtergebrochen. Also zum Beispiel Männer und Frauen shoppen eigentlich gleich viel im Internet, wenn man sich die Zahlen anguckt. Mhm. Aber Frauen shoppen mehr Kleidung, Männer mehr Elektronik. Aber es sind dann auch relative Zahlen. Also das heißt schon, Frauen kaufen auch Elektronik, Männer kaufen auch Kleidung im Internet. Also das ist, aber es wird dann immer gerne reduziert auf so ganz einfache Punkte, die man wieder auseinander tut. Und ich kaufe eigentlich mehr Bücher im Internet, aber ich habe auch schon Kleidung gekauft und Elektronik. Ja, schön. Neben der Beteiligung in Form vom Kauf im Internet, wie können sich denn Frauen sonst im Netz partizipieren? Gibt es da spezielle Möglichkeiten? Also das Internet, der Tastatur ist es völlig egal, ob da ein Mann dran sitzt oder eine Frau dran sitzt, der Maus genauso und auch der Webcam ist es erstmal prinzipiell egal. Das heißt, Männer und Frauen haben die gleichen Möglichkeiten, was zu machen im Internet. Ab und zu gibt es natürlich spezielle Frauenangebote, was aber auch teilweise nötig ist, denn wenn man sich so Kommentare anguckt, die teilweise kommen, wenn ich mich als Frau oute, beziehungsweise wenn explizit klar ist, ich bin eine Frau, muss ich auch mit anderen negativen Reaktionen rechnen. Das kommt auch immer auf die Webseite an, wo das ist, wie damit umgegangen wird, aber es kann bis hin zu ja, ekligen sexistischen Beschimpfungen auch einen gewissen Gegenwind geben. Ja. Sie setzen sich ja ein für das größte deutschsprachige feministische Weblog, das sich Mädchenmannschaft nennt. Wie sind Sie denn auf die Mädchenmannschaft aufmerksam geworden und wie lange sind Sie schon dabei? Aufmerksam geworden? Also ich bin schon länger im Internet, in der Blogosphäre quasi unterwegs und kannte schon verschiedene amerikanische Webseiten, zum Beispiel Feministing und Feminist, was zwei größere feministische Weblogs sind und fand, es fehlte eigentlich noch so in Deutschland. Und da gab es nicht so wirklich Angebote, bis dann so Ende 2007 die Mädchenmannschaft entstanden ist, 2008. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie ich das gefunden habe. Und dahinter stand auch schon immer die Intention, Frauen oder Bloggerinnen, Feministinnen im Internet zu vernetzen. Und dann habe ich die so ein bisschen kennengelernt, habe am Anfang mal mitgeholfen bei technischen Problemen bei der Webseite und hatte vorher ein eigenes Blog, habe es irgendwann eingestellt und als ich was Neues machen wollte, wurde ich dann gefragt, ob ich nicht einfach da mitschreiben möchte. 2009 war das. Ja. Was wird denn produziert auf der Website? Was macht man da? Wir schreiben jeden Tag über alles Mögliche, was im realen Leben und im Internet passiert. Wir gucken, was andere feministische deutsche Weblogs schreiben, amerikanische Weblogs schreiben, welche Debatten auch zum Beispiel auf Twitter ablaufen, weisen auf Veranstaltungen hin, stellen Künstlerinnen vor, haben zum Beispiel auch ein Samstagabendbeat, wo dann immer schöne Musikvideos gezeigt werden oder auch Interviews mit Künstlerinnen und was es halt so an spannenden Sachen im Internet gibt oder manchmal auch an aufregenden, also Aufreger im Sinne von irgendwo wird totaler Mist erzählt, ja, was uns einfällt. Welche feministischen Ziele werden denn verfolgt mit dem Weblog? Zum einen natürlich Stereotype auch aufzubrechen, zu zeigen, Frauen machen auch viel, das auch wirklich in den Vordergrund zu stellen, weil es immer wieder zu beobachten ist, dass die Sachen, die Frauen beitragen, wieder vergessen werden. Also dass Autorinnen vergessen werden, in den Schulen, in den Lehrplänen nicht mehr vorkommen. Und dann ist ja die Frage, schreiben Frauen überhaupt Bücher? Natürlich, haben sie schon immer getan, weiß keiner mehr. Und diesen Prozess, der findet auch im Internet statt. Frauen schreiben, oder vor 5 Jahren gab es mal eine Erhebung, danach schreiben mehr Frauen Weblogs als Männer. Okay. In der Wahrnehmung sind dann aber immer nur die
bekannten Alpha-Blogger dann wieder zu sehen. Das sind dann, oder auch diese Strukturen eben aufzuzeigen. Wie kommt es, dass eben diese Männer dann bekannt werden, weil die sich alle vernetzen und untereinander kennen und der eine Mann hebt den anderen hoch und verlinkt auf den und da auch dann wieder gegenzuwirken, indem wir eben auf Webbloggerinnen verlinken, die vorstellen, uns untereinander vernetzen. Aha, sehr interessant. Abschließend, was raten Sie denn den Frauen zu Hause vor dem Bildschirm, um sich zukünftig vor den sexuellen Belästigungen, das hatten Sie vorhin schon richtig angesprochen, um sich davor zu schützen? Also, sich davor schützen geht nicht. Das muss man so sagen. Und es ist auch nicht das Problem der Frauen, dass sowas passiert. Das ist erstmal Arschlochhaftigkeit von den Leuten, die Frauen davon abhalten wollen, sich zu beteiligen. Und man kann keiner Frau sagen, du musst jetzt was tun. Das geht nicht, weil es ist auch legitim als Frau zu sagen, ich möchte mich dem nicht aussetzen, ich möchte das nicht erfahren. Es gibt genügend Frauen, die sagen, ich mache es trotzdem. Ich nehme das in Kauf, ich kann damit umgehen. Was ich viel eher raten möchte, ist allen Männern, schreibt keine Arschloch-Kommentare, schreibt keine sexistischen Kommentare. Und wenn ihr seht, dass da Leute sind, die schon ankommen mit, naja, ne, Frauen und so, sagt ruhig auch, das geht nicht. Ich will hier keine Abwertung haben, denn das ist der andere Ansatz, der geschehen muss. Es muss diese Kultur entstehen, die sagt eben, es ist nicht in Ordnung, du dumme Schlampe in einen Kommentar zu schreiben. Wir können es gibt nichts, was eine Frau machen kann, damit es verhindert wird. Ist einfach so. Es ist wie bei allen anderen Sachen. Das Einzige, was sie verhindert, ist nichts zu tun. Aber egal, was ich schreibe, wenn jemand mich beleidigen will, dann tut er das. Deswegen muss es der andere Ansatz sein. Sagt Leuten, schreibt denen, es ist nicht in Ordnung, Frauen zu beleidigen und erst recht nicht sexistisch zu beleidigen oder anzugreifen. Ja, in diesem Sinne, liebe Männer, nehmt das bitte mit nach Hause. Helga Hansen, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Interview. Und wir machen gleich weiter mit Jochen Fasko. Bleiben Sie dran.